Ja, dann möchte ich jetzt bitte den Jens Bischel auf die Bühne bitten. Hallo Jens, herzlich willkommen. Neben mir steht Jens Bischel. Du zeichnest verantwortlich für eine Veranstaltung, die letzten Samstag stattgefunden hat. Welche war das bitte? Ja, wir haben in Krefeld gegen die Rüstungsindustrie ein bisschen demonstriert, gegen Rheinmetall, einen der größten Rüstungskonzerne in Deutschland, verbandelt mit Krauss, Maffei, Wegmann, mit Diehl, mit allen anderen. Und es war zwar nur die Ballistic Protection GmbH, aber das sind Dual-Use-Güter, die landen auch in Panzern und die werden natürlich auch in totalitäre Systeme, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, exportiert. Und es wird Zeit, dass wir wirklich mal dagegen aufstehen. Und wir müssen die Rüstungskonzerne, auch wenn das nur Symptome sind, Symptome gehören genauso zu einer Krankheit wie die Ursachen und die müssen genauso bekämpft werden. Und deswegen lasst uns die Rüstungskonzerne boykottieren. Jedes Jahr, an jedem Standort, einmal eine fette Demo, bis sie das begreifen. Ja, da könnt ihr euch herzlichst an den Jens richten, der da auch schon Liaison eingegangen ist mit Leuten, die beispielsweise Heckler & Koch blockieren wollen, Krauss, Maffei und viele andere Firmen. Jetzt stehst du hier und ich sehe da, du hast ein T-Shirt an, ja? Ja. Mach das doch mal auf, damit wir das sehen können. Der Stahlkörper. Okay, da steht die Linke auf deiner Brust und du bist immer noch in der Partei? Nein. Warum bist du nicht mehr in der Partei? Ich war 11 Jahre lang Mitglied in der Linkspartei und habe 2014 aufgrund der Hetzerei, die seitens der Linkspartei auch zumindest in Teilen gegen die Montagsbahnwachen gelaufen ist, habe ich meinen Parteiaustritt erklärt und erkläre mich solidarisch mit allen Leuten, die für Frieden auf die Straße gehen. Gut. Aber der Grund, warum du hier stehst und warum ich dich auf die Bühne gezogen habe, ist, dass ich auch euren Applaus will. Und zwar will ich den Applaus dafür, dass der Jens in die Linke wieder eintritt, weil so Leute wie ihn brauchen wir da drin. Die sitzen im Bundestag. Wir brauchen den Jens. Und ich versuche ihn zu überzeugen. Kann ich dich überzeugen? Also ich finde sowieso, Leute, es gibt viel, also du hast mich natürlich schon überzeugt. Und ich finde auch, es wird langsam Zeit, dass die ganze Parteienlandschaft wieder mal ein bisschen bunter wird in Deutschland. Und ich denke, wenn wir was bewegen wollen, dann müssen wir nur zwei Sachen beachten. Wir müssen einfach eine gerade Linie fahren und uns selber und unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen treu bleiben und uns nicht korrumpieren lassen. Und dann müssen wir diese Parteien infiltrieren und unterwandern. Und dann schaffen wir auch das, was wir wollen, nämlich eine echte Demokratie hinzukriegen. Dann kriegen wir auch wirklich vielleicht den Volksentscheid hin. Ja, und die direkte Demokratie. Parteien einfach nicht mehr steuerlich alimentieren. Parteien müssen vom Steuerkopf weg. Ich gebe dir da prinzipiell erstmal recht. Das ist halt eben die Frage. Also. Okay, wir brauchen bitte Ordner nach vorne. Ja. Ich weiß zwar gar nicht warum, aber das ist eigentlich auch nicht unsere Aufgabe. Also ich habe hier heute jedenfalls, es gab auch in NRW viele Bedenken gegen diese Bewegung. Ich habe mir den Forderungskatalog angeguckt. Ich kann da kein rechtes Gedankengut finden. Ich kann da auch kein extremistisches Gedankengut finden. Ich kann das definitiv, okay, vielleicht ein paar Formulierungen würde ich vielleicht ein bisschen ändern, aber im Prinzip kann ich das alles so unterschreiben, ja. Und ich weiß auch nicht, was man mit den Leuten, die hier gegen uns demonstrieren, gemacht hat, was man in deren Köpfe gehämmert hat. Ich kann das nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Hier stehen nämlich die wahren Antifaschisten. Jens, ich danke dir ganz herzlich, dass du zu mir auf die Bühne gekommen bist und finde dein Engagement super. Wie gesagt, jeder, der sich engagieren möchte gegen Rüstungsaktivität und Rüstungsexport in diesem Land durch deutsche Firmen, möge sich bitte vertrauensvoll an den Jens wenden.